Wenn wir mit Amos zwei genestete Modelle miteinander vergleichen wollen, können wir dafür den sogenannten Likelihood Ratio Test oder auch Chi-Quadrat-Differenzen-Test, Chi-Square-Difference-Test, verwenden. Ich werde es hier am Beispiel einer konfirmatorischen Faktorenanalyse, also einer CFA, zeigen. Aber das Vorgehen funktioniert ganz genauso, wenn Sie mit Amos ein SEM-Modell oder eine Pfadanalyse durchführen. Hier ist unser erstes Modell, eine konfirmatorische Faktorenanalyse mit drei Faktoren und jeweils drei Indikatoren. Und wir haben jetzt beispielsweise über Modifikationsindizes herausgefunden, dass das Modell noch nicht so gut zu den Daten passt und daher unser Modell angepasst. Unser zweites Modell enthält zusätzlich eine Crossloading. Das heißt, dieses Item X9 lädt jetzt nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf visuell. Und mit dem Likelihood Ratio Test wollen wir nun prüfen, ob dieses Modell mit Crossloading signifikant besser zu den Daten passt als das Modell ohne Crossloading, also unser vorheriges Modell. Um diesen Chi-Quadrat-Differenzen-Test oder Likelihood-Ratio-Test durchzuführen, geben wir erstmal diesem zusätzlichen Pfad, dessen Wirkung wir hier ja testen wollen, einen Namen. Dafür doppelklicken wir auf den Pfeil, dann zu Parameters und hier unten bei Regression Weight geben wir dem einen Namen. Der ist relativ beliebig. Und wir sehen jetzt hier, wir haben hier einen Namen, in diesem Fall sind meine Abkürzung Crossloading von visuell und X9. Im nächsten Schritt gehen wir hier auf Manage Models. Damit können wir eben verschiedene Modelle bei der Modellschätzung direkt vergleichen. Wir fangen an mit dem ursprünglichen Modell. Jetzt Parameter Constraints. In unserem ursprünglichen Modell hatten wir diese Crossloading ja noch nicht. Die haben wir jetzt hier erst eingeführt. Deswegen in unserem ursprünglichen Modell war diese Crossloading 0, weil ein Pfeil, der nicht eingezeichnet ist, wird auf 0 geschätzt. Insofern ist die Constraint hier, dass dieser Pfeil auf 0 geschätzt wird im ersten Modell. Für das zweite Modell klicke ich auf New und hier gibt es keine Constraints, weil hier möchte ich diese Crossloading ja schätzen. Wir sehen jetzt hier oben die beiden Modelle. Und wenn wir nochmal gucken wollen, was da für eine Restriktion war, könnten wir nochmal doppelklicken und würden dann hier eben sehen, welche Restriktion eingefügt wurde. Und jetzt können wir das Modell auch schon schätzen. Bisher genauer gesagt, wir schätzen nicht das Modell, sondern wir schätzen jetzt zwei Modelle. Das Modell alt, bei dem die Crossloading 0 ist, und das Modell neu, bei dem die Crossloading nicht 0 ist, sondern frei geschätzt wird. Schauen wir zum Ergebnis. Beim Model Fit sehen wir, das alte Modell ohne die Crossloading hat den Chi-Quadrat-Wert von 85 mit 24 Freiheitsgraden. Das neue hat einen Chi-Quadrat-Wert von 52 mit 23 Freiheitsgraden. Hat sich also deutlich verbessert. Und den eigentlichen Test für die Verbesserung finden wir darunter, Model Comparison. Wir sehen, die Differenz ist 32,814, also die Chi-Quadrats-Differenz mit einem Freiheitsgrad ergibt einen P-Wert von 0,000. Ist also hochsignifikant. Wir haben hier also jetzt mit dem Chi-Quadrat-Differenzen-Test oder Likelihood-Ratio-Test gezeigt, dass das Modell ohne diese Crossloading signifikant schlechter ist als das Modell mit Crossloading, was für diese Crossloading spricht. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.